so abmachen, aber das Band. Ich habe natürlich auch keine Schere hier. So. Ein bisschen Platz. Und dann schauen wir mal. Ich auch mal raus. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe ihn zwar als PDF-Datei bekommen, aber bisher tatsächlich noch nicht reingeschaut. Okay, dann schauen wir mal. Mountain Sunset. Das ist Glockenblume, warme Wälder, Kokosnuss und goldene Ember. Also ich könnte jetzt nicht raus, also Glockenblumen, ja. Aber nur, wenn man es weiß. Kokosnuss kann ich auch nicht rausriechen. Es riecht sehr, sehr gut. Also für meine Nase. Ich finde, das könnte ein Badduft werden. So ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen. Ja, also es ist riecht schon blumig. Aber es könnte ein Badduft werden für mich. Aber sehr lecker. Peace, Lily, be with you. Weiße Friedenslinie, grüne Apfel, wässrige Grüntöne und Vanille. Weißer Wachs. Ja, Apfel auf jeden Fall. Vanille rieche ich im kalten Zustand nicht. Und auf jeden Fall auch blumig, ja. Dorelinie, Lilie, es kommt schon hin, oh, Apfel auf jeden Fall. Vielleicht riecht man die Vanille, wenn das Ganze warm ist. Also ich werde natürlich auch alle warm lüfteln, keine Frage. Soaking Rays, Mandarine, Orangenblüte und Meeresluft. Also richtig schön sommerlich. Ja. Also ich muss sagen, dass ich die Mandarine und die Orange jetzt nicht so rausrieche. Also ich könnte nicht sagen, was drin ist, muss ich euch sagen. Aber auch das nimmt jeder anders wahr, aber es riecht sehr gut, der Duft gefällt mir. Ich hoffe nur halt immer, dass ich die Düfte länger als ja, einen Abend quasi wahrnehme. Weil das hat man halt schon mal, das ist aber auch von Nase zu Nase unterschiedlich. Ich rieche das ganz oft dann nicht mehr. Mein Freund aber manchmal schon. Sugar Blossom. Goldene Blüten mit gezuckerte Zitrusfrüchte und Vanille. Zitrus, ja, riecht es auf jeden Fall. Vanille rieche ich hier aber auch nicht raus. Also ich denke, das wird dann kommen, wenn man die warm düftelt. Aber auch lecker. Also bisher gefallen sie mir alle. Woodland. Meadow. Keine Ahnung. Wildblumen im Wald. Walddach und Bergamotte und Ember. Ja. Also auf jeden Fall nach Wald und Moos. Also so waldig. Oder auch ein bisschen blumig. Also ich finde, es riecht so richtig, als wenn man im Wald steht und da ist eine Blumenwiese. So auf einer kleinen Dichtung. Aber auch sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Wenn das so weitergeht, dann habe ich eine Menge zu shoppen. Banana Leaf and Bamboo. Weißer Pfirsich. Bananenblatt, gealterter Bambus und reines Mahagoni. Ja, Mahagoni. Pfirsich rieche ich auf jeden Fall raus. Wie auch immer Bananenblätter riechen. Banane rieche ich jetzt nicht. Bambus nicht, Mahagoni nicht. Also ich rieche vor allen Dingen den Pfirsich.
Gefällt mir aber auch. Mango Matcha. Mango Nektar, Matcha Sorbet, Salzgurke und Zuckerrohr. Ja, Mango kommt hier ganz, ganz stark raus. Salzgurke rieche ich nicht. Zucker auch nicht. Also ich rieche jetzt im kalten Zustand ganz klar die Mango. Perfektes Sommerdüfte. Ich freue mich wahnsinnig. Heute, wo ich das Video drehe, hat es bei uns richtig heftig geschneit. Und heute ist der 8. März. Ja. Raspberry Hibiskus Tee. Waldhimbeeren, Hibiskusblüten, Holunderzucker. Also ihr seht, das sind halt wirklich keine kleinen Proben, die sie gießt, ne? Ja. Also ich würde tatsächlich sagen, alles drei. Die Himbeeren, Hibiskus, Holunder. Richtig toller Duft. Richtig toller Beerenduft. Also hier die Raspberry, also die Waldhimbeeren kommen hier ganz klar raus. Lake My Day. Seewellen, kühle Bergamotte und frisches Eichenmoos. Ja, riecht für mich auf jeden Fall nach See. Meer, Wellen. Moos. Könnte ich jetzt nicht sagen. Aber auch gut. Also auch der gefällt mir. Und der letzte. Tropic Nectar. Fruchtnektar, Kokosmilch und goldener Agave. Ja, der riecht für mich auf jeden Fall fruchtig. Kokos kann ich jetzt im Kalten nicht riechen, Agave auch nicht. Der riecht einfach fruchtig für mich. Könnte aber jetzt nicht sagen, wonach. Aber gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, da habe ich auf jeden Fall was zum Düfteln. Ich weiß gar nicht, ob neue Lampen, also mit Sicherheit, aber oh, sie haben jetzt mit aufgenommen. Ariel finde ich super. Die habe ich auch hier. Ja, ich werde da. Oh, ich werde da später mal in Ruhe durchblättern. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen oben da. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.